Willkommen, wir sind im Marketing, wir sind auf der Ebene der Marketinginstrumente, also man kann das auch nennen operatives Marketing. Wir sind also bei den vier Ps. Durch diese vier Ps bezeichnet man klassischerweise die vier klassischen Marketinginstrumente: Product, Price, Place, Promotion. Und wenn man wieder die deutsche Sprache verwendet, dann kann man sagen Produktpolitik, Preispolitik oder auch Kontrahierungspolitik genannt. Distributionspolitik steht für Place und Kommunikationspolitik ist Promotion. Und genau da sind wir hier. Wir sind in der Kommunikationspolitik. Die Idee im Moment meiner Videos ist zu zeigen, wie man ein Thema, einen Ausschnitt des Themas, in dem Fall Marketing, in den Griff bekommen kann, in dem Fall Kommunikationspolitik. Ich würde auch diese Mindmaps nicht überladen, sondern tatsächlich für jedes der Instrumente eine Mindmap machen. Und wenn man dann bei Spezialgebieten ist, wie Fachwirt für Marketing, kann es sinnvoll sein, durch eine weitere Mindmap das nochmal zu unterstrukturieren. Soweit will ich jetzt hier nicht gehen, sondern Idee dieser Mindmap, die ich jetzt entwickeln werde, ist der strukturelle Überblick über die Kommunikationspolitik, die wiederum eines der vier klassischen Marketinginstrumente der vier Ps ist. Also Kommunikationspolitik oder Promotion. Was sind die Hauptinstrumente? Als einmal die klassische Werbung. Dann ist da das Product Placement. Übrigens, die deutsche Übersetzung von Product Placement heißt Requisitenreklame. Ja, ich weiß nicht, ob Sie das gewusst haben. Requisitenreklame. Product Placement klingt natürlich sehr viel schicker, aber genau das ist es. Dann die Verkaufsförderung. Dann die Öffentlichkeitsarbeit, auch da hat sich ein englischer Ausdruck durchgesetzt, PR, Public Relations. Und die meisten ordnen es der Kommunikationspolitik zu, muss man nicht unbedingt machen, der persönliche Verkauf. Persönlicher Verkauf. So. Wir haben also unter diesem Oberbegriff Kommunikationspolitik 1, 2, 3, 4, 5 Unterpunkte. Strukturzahl also 5 innerhalb der Kommunikationspolitik. Es ist hilfreich, wenn man sich die Strukturzahl einprägt und wenn man sich diese Hauptpunkte hier einprägt. So, wenn man das weiß, kann man in der Regel die Unterpunkte abrufen. Bei der Werbung geht es ja vor allem darum, wie man eine Werbekampagne plant. Und die Planung dieser Werbekampagne besteht wiederum aus 5 Schritten. Ich nehme sie jetzt mal hier auf, weil diese 5 Schritte eine gewisse Allgemeingültigkeit haben. Schauen wir uns also die Schritte an. Das erste ist Zielgruppe und Ziele. Wer alles für alle anbietet, scheitert in 99,999% der Fälle. Man braucht eine Zielgruppe, man braucht Ziele, die zu dieser Zielgruppe passen. Der zweite Schritt ist die Budgetierung. Ja, Sie sehen schon, das sind klassische Dinge, die vorkommen, egal was man plant. Dann das dritte ist die Gestaltung. Das dritte ist die Gestaltung der Botschaft. Das vierte ist die Budgetverteilung. Man kann das auch Budgetallokation nennen, ist das gleiche, klingt nur schlauer. Und das fünfte, was man eigentlich parallel und als begleitenden Prozess sehen muss, ist das Controlling. Das Controlling, das im Grunde ein permanentes Controlling sein muss heute, also dass es hier als 5. Schritt steht und der Eindruck erweckt wird, man macht das erst am Ende, ist falsch.
na, sondern man sollte ein permanentes Controlling machen. So, bei der Budgetierung gibt es verschiedene Möglichkeiten. Ich erläutere das eben mündlich. Man kann budgetieren nach Umsatz, man kann budgetieren nach Finanzkraft, man kann budgetieren am Wettbewerber oder man kann budgetieren entsprechend des oder der Ziele, die man hat. Die Gestaltung der Botschaft, auch da gibt es verschiedene Möglichkeiten, verschiedene Inszenierungen. Da brauchen Sie nur die Werbeinseln im Fernsehen sich anzuschauen, dann sehen Sie die verschiedenen Möglichkeiten. Ne? Wissenschaftlicher Nachweis, ne? Tests haben bewiesen, dass diese Zahnbürste tausendmal besser ist als die andere und so weiter. Ne? Also eher so wissenschaftlich oder eher im Musical-Stil, so wie man Eis viele Jahre lang verkauft hat, also Speiseeis meine ich damit. Ja, und so weiter. Ne? Da gibt es verschiedene Möglichkeiten, wie man die Botschaft inszeniert. Die Budgetverteilung, da ist die Frage, welches Medium und welche Träger, also man spricht hier von einer Intermedia-Selektion, das ist die Frage, welches Medium, inter, also zwischen verschiedenen Medien wählen, zum Beispiel Fernsehen, Zeitung, Illustrierte, Banneranzeigen im Netz. Macht das überhaupt nur jemand? Ja, und so weiter und so weiter. Ja, und dann die Intramedia-Selektion. Wenn man sich also entschieden hat, in einen Fernsehsender zu gehen, ist die Frage, welcher Fernsehsender. Ja, also Intermedia-Selektion und Intramedia-Selektion. Und das Ergebnis des vierten Schritts ist dann der Streuplan. Ja, wann wird was geschaltet? Und das Controlling, ja, das macht man eben permanent, wie ich schon sagte. Man sollte hier auch testen. Es gibt hier Pre-Tests, also ehe man seine Werbekampagne auf die Leute loslässt. Es gibt Post-Tests, also Hinterher-Tests. Es gibt hier alles Mögliche. Ich verzichte jetzt im Moment darauf, das hier alles hinzuschreiben, damit wir bei den Hauptpunkten bleiben. Es kann sinnvoll sein, wenn Sie in Richtung gehen, Fachwirt für Marketing, dass Sie hier eine eigene Mindmap machen, die heißt Werbung. Und dann ist ein Punkt Gestaltung der Werbekampagne. Und vielleicht gibt es dann noch ein paar andere Punkte, die Sie unter dieser Überschrift dann mappen können. Product Placement, ich sagte es vorhin schon, ist die Requisitenreklame. Die Requisitenreklame, das ist also das unauffällige Platzieren von Produkten, wertvolle Uhren, bestimmte Automarken in Filmen oder Fernsehserien. Das ist Product Placement. Ist eine unterschwellige Sache und durchaus sehr wirkungsvoll, aber eben auch sehr, sehr teuer. Ja, ist für mittelständisches Unternehmen, das irgendwelche elektronischen Spezialteile entwickelt und verkauft, sicher nicht das Instrument. Ja, aber exklusive Uhren werden durchaus so beworben. Die Verkaufsförderung. Die Verkaufsförderung, was ist der Grundgedanke? Der Grundgedanke ist die Stimulierung. Ja, und zwar Stimulierung in zwei Dimensionen. Einmal will man den Anreiz schaffen, dass der Kunde jetzt kauft und oder man will stimulieren, dass der Kunde mehr kauft. Ja, das ist die Verkaufsförderung. Das ist der Anreiz, der dem Kunden über die Hürde helfen soll. Das ist der Stimulus, den man bietet. Und es gibt hier diverse Instrumente. Wobei man bei diesen Instrumenten unterscheidet in verbrauchergerichtet, und handelsgerichtet. Nehmen wir beispielhaft ein paar auf, ohne Anspruch auf Vollständigkeit, verbrauchergerichtet sind das zum Beispiel Produktproben. Ja, stimuliert den Kunden bei Parfümen, bei Parfums macht man das zum Beispiel, ne, dass man dem Kunden Pröbchen gibt für eine andere Duftnote
Und vielleicht kauft er dann beim nächsten Mal dann dieses Parfum, weil ihm diese Probe gut gefallen hat, wie auch immer. Ne? Produktproben, dann Finanzierungsangebote. Ja, bei Dingen, die hochpreisiger sind, wie zum Beispiel ein Autokauf, gibt es in der Regel dann eben auch die Finanzierung gleich mit dabei, oft durch Banken, die zum Unternehmen gehören. Also es gibt eine BMW Bank und so weiter, ne? Mitsubishi Bank und was immer. Und das ist also dann die Verkaufsförderung, wenn der Kunde sagt, 40.000 Euro für dieses Auto, ich würde es ja gern haben, aber in einer Summe, ja, kein Problem, wir finanzieren das und so weiter. Na, das hilft dann, um über die Hürde hinwegzukommen. Dann kann man anbieten die Probenutzung. Ja, man überlässt dem Kunden das Produkt für eine gewisse Zeit. Macht man durchaus auch bei digitalen Medien, ne, dass man dem Kunden die Nutzung für eine gewisse Zeit überlässt und er dann entscheidet, ob er dann kaufen will. Da gibt es unterschiedliche Modelle. Ja, manchmal muss man von Anfang an bezahlen, hat aber 30 Tage Geld-Zurück-Garantie oder man muss erst nach 30 Tagen bezahlen, wie auch immer. Es ist eine Art Probenutzung, gilt auch also für digitale Medien. Dann gibt es die Preisausschreiben. Dann gibt es die fliegenden Händler. Gibt es die noch? Ich war lange nicht mehr in der Innenstadt von einer größeren Stadt, fällt mir bei der Gelegenheit auf. Ich weiß nicht, ob es sie noch gibt. Das sind die Leute, die mit Tapeziertischen da stehen und irgendwelche Produkte verkaufen, die irgendwie so ein besonderes, die man sich eben besonders gut verkaufen lassen, weil sie eine gewisse Showwirkung haben. Ja, ich vermag aber jetzt nicht zu sagen, ob es sie noch gibt. Fliegende Händler und es gibt die sprechenden Regale. Sprechende Regale sind kleine Monitore, die zum Beispiel im Baumarkt am Regal hängen. Und wenn der Kunde durch zum Beispiel eine Lichtschranke was auslöst, dann wird ihm da ein bestimmtes, besonders cleveres Gerät oder ein bestimmter Bohrer, mit dem man auch was weiß ich alles noch machen kann, wird einem dann vorgeführt per Film oder auch nur per Audio. Na, das sind entsprechende Regale. Handelsgerichtet, ja, man ist ja immer als Produzent daran interessiert, dass der Händler fleißig bei einem kauft und die Ware dann auch entsprechend darbietet im knappen Präsentationsraum, den der Händler hat. Da gibt es dann Display-Rabatte. Also wenn du unser Produkt ins Schaufenster stellst, kriegst du einen speziellen Rabatt. Es gibt die berühmten Incentives, die Anreizprogramme, ne, auch wenn man bestimmte Mengen, wenn du also 50 Paletten bei uns abnimmst, dann gibt es die exklusive Reise und so weiter und so weiter. Es gibt auch Händlerpreisausschreiben, ja, wobei man es nicht unmittelbar, da gibt es wieder gesetzliche Einschränkung, man darf die Teilnahme am Preisausschreiben nicht unmittelbar jetzt an die Gewinnchancen knüpfen oder nein, man darf, anders formuliert, man darf den Kauf nicht an Gewinnmöglichkeiten knüpfen. Das darf man nicht tun. Aber gleichwohl kann man durch Preisausschreiben zum Beispiel Adressen sammeln und solche Dinge. Ja, und dann Seminare und Kongresse. Die ganze Pharmabranche verkauft ihr Zeug wesentlich an Ärzte. Ärzte sind dann im Prinzip die Kunden. Und dann wird dann nicht nur der Arzt, sondern auch die Ehefrau eingeladen und wird dann ein bisschen auch Seminar gemacht. Aber entscheidend ist das Beiprogramm und dadurch werden dann Leute eben auch in gewisser Weise dazu bewegt, gewisse Pharmaprodukte dann verstärkt zu verschreiben, soweit sie dann noch selber die Entscheidung haben und dass nicht die Krankenkasse von vornherein entscheidet, was es verstärkt eben leider Gottes auch gibt. Na, also das ist ein Beispiel für Seminare und Kongresse als Verkaufsförderung, Handelsgerichte, in dem Fall ist der Händler zum Beispiel der Arzt.
So, dann gibt es die Öffentlichkeitsarbeit. Auch hier wieder, was ist der Grundgedanke? Der Grundgedanke ist ein positives Unternehmensbild schaffen. Positives Unternehmensbild schaffen oder auch ein positives Produktbild schaffen oder auch eine generelle Meinungsbeeinflussung. Eine generelle Meinungsbeeinflussung. PR, Öffentlichkeitsarbeit, ist ein unglaublich machtvolles Instrument, wenn man die Mittel hat, es entsprechend einzusetzen. Warum? Weil man hier mit Medien arbeitet, die eine hohe Glaubwürdigkeit haben oder hatten. Ja, zumindest hatten. Noch vor vielleicht 10, 15 Jahren, wenn man die Macht hatte, dass bestimmte Dinge in der Presse positiv dargestellt werden und bestimmte andere Dinge in der Presse negativ dargestellt werden oder auch bestimmte Ängste geschürt werden über machtvollen Presseeinsatz. Dazu flankierend noch ein paar Promis, die das Gleiche auch dann sagen, dann kann man tatsächlich die Meinung einer Bevölkerung prägen oder auch verändern von Plus zu Minus oder von Minus zu Plus. Ja, das ist geradezu erschreckend. Jetzt muss man nur noch verstehen, dass es diese Kräfte gibt, die hinter den Kulissen diese Macht zumindest hatten. Ja, schauen Sie sich die USA an, da gibt es 320 Millionen Menschen, aber sechs große Medienkanäle. Sechs. Ja. Und wenn Sie die sechs CEOs, also die Vorstandsvorsitzenden von diesen sechs großen Medienkonzernen im Griff haben, dann können Sie beeinflussen, was 320 Millionen Menschen, ja, okay, man muss die Kinder vielleicht dann da rauslassen, aber durchaus, nee, warum soll man die Kinder da rauslassen? Außer denen, die eben keinen Fernseher haben und auf dem Weg nicht erreichbar sind, die muss man vielleicht rauslassen. Ja, noch nicht mal die Kinder, die werden auch massiv beeinflusst mit allem möglichen Zeugs. Also das war ein schlechtes Beispiel gerade. Man kann nur die ausklammern, die vielleicht auf der Straße leben und keinen Fernseher haben. Aber ansonsten kann man also Millionen von Menschen beeinflussen und genau das ist passiert. Ja, denken Sie an diese Klimahysterie. Der globale Klimawandel, Global Warming. Zur Zeit, als ich studiert habe in Münster, hieß es nicht Global Warming, sondern Global Cooling. Ja, es kommt eine neue Eiszeit, hieß es. Ja, dann hat man das irgendwann geändert, mit massiver Macht ins kollektive Bewusstsein eingespeist, im Wesentlichen über Fernsehen, begleitend über schriftliche Medien, Zeitungen, Zeitschriften und so weiter. Und ja, und entsprechend ist dann auch der Erfolg. Ja, also ein unglaublich mächtiges Instrument hier. Und was sind die Instrumente, vor allem wenn man es politisch eben nutzt? Instrumente sind zum Beispiel Sponsoring. Gehen wir wieder mehr zu den ökonomischen Beispielen hier. Sponsoring bedeutet, dass man, hier gibt es verschiedene Gruppen von Sponsoring. Da gibt es also Sport, Sponsoring, das kennen Sie alle aus der Fußball-Bundesliga, dass also bestimmte Schriftzüge auf bestimmten Trikots stehen. Das kann man im Breitensport und im Spitzensport machen. Ne? Sport, Sponsoring. Dann gibt es Öko-Sponsoring, dass man also gewisse ökologische Initiativen fördert, um sich ein grünes Image zu geben. Ja, dann gibt es Kultursponsoring, dass man bestimmte kulturelle Veranstaltungen sponsert. Und es gibt das Soziosponsoring, dass man zum Beispiel ein Krankenhaus finanziert, in den USA, glaube ich, verbreiteter als bei uns.
Und das wird dann eben im Krankenhaus, wird das auch nach außen hin kommuniziert oder dass man Parkbänke sponsert, ja, solche Dinge. So, das ist Sponsoring. Dann ein weiteres Instrument ist Corporate Identity, Corporate Design, ich kürze es mal ab, CICD. Da gibt es noch mehr, ne? In dem Bereich gibt es noch mehr, Corporate Culture und so weiter und so weiter. Soll aber hier genügen. Corporate Identity, Corporate Design ist ein mächtiges Instrument der Öffentlichkeitsarbeit. Dann die vorhin bei mir schon ausführlich erwähnte Pressearbeit. Ja, Pressearbeit meint Zeitungen, Zeitschriften und TV. Wenn man hier also Einfluss nehmen kann, und genau das ist passiert, dann kann man tatsächlich beeinflussen, was Millionen von Menschen denken. Ja, und es ist vielfach in der Geschichte passiert über dieses Instrument. Ja, warum die Amerikaner in Europa haben im Ersten Weltkrieg und im Zweiten Weltkrieg mitgewirkt. Eintritt im Ersten Weltkrieg war die Bevölkerung dagegen. Dann hat man massives Sponsoring eingesetzt und dann, wenn man das eine Weile macht, wenn man also über Fernsehen, über Zeitungen, Zeitschriften, über sogenannte wissenschaftliche Artikel und über Prominente auf die Bevölkerung einwirkt, dann kann man erreichen, dass wo die Mehrheit der Bevölkerung gegen den Krieg eintritt war, plötzlich für den Krieg eintritt ist. Genau das ist passiert und nicht nur einmal. So, und dann gibt es natürlich dann diverse Veranstaltungen, zum Beispiel Tag der offenen Tür, das ist so das Klassische. Tag der offenen Tür ist das klassische Instrument im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit. Man öffnet seine Türen und lässt Leute reinkommen, sodass sie also zum Beispiel ein Seminarveranstalter kann das machen, dass die Leute die Unterrichtsräume sehen und mit den Dozenten sprechen können und so weiter und so weiter. So, dann haben wir den persönlichen Verkauf. Im Rahmen des persönlichen Verkaufs gibt es ein weiteres Instrument. Ich glaube, ich habe sogar eine eigene Mindmap dazu gemacht oder zumindest da mich schon zu geeignet. Customer Relation Management. Ja, das ist ein Stichwort, das man unter persönlichen Verkauf fassen könnte und das sogenannte Key Account Management. Also das Konzentrieren auf Schlüsselkunden. Ja, wenn man zum Beispiel bei Nestlé arbeitet, dann sind die Schlüsselkunden sind natürlich die großen Supermarktketten. Und der Key Accounter kümmert sich dann um diese speziellen Schlüsselkunden. Und Customer Relation Management ist das gezielte, bewusste Managen der Kundenbeziehung. Man spricht ja auch von Customer Lifetime. Also wie lange wird der Kunde bei uns kaufen? Lohnt es sich, den Kunden zu binden? Das hat sehr viel zu tun mit Kundenbindung, mit Datenerfassung und so weiter. Ja, auch hier kann man eine eigene Mindmap sich schon wieder machen und dazu noch eine Menge sagen. Ja, das will ich aber hier nicht tun, um, wie gesagt, den Rahmen nicht zu sprengen. Das sind also unsere fünf Hauptinstrumente mit ein paar Unterpunkten und Beispielen jetzt von mir erläutert. Und damit haben Sie die grundsätzliche strukturelle Orientierung. Und das ist das Wichtigste, vor allem in einer mündlichen Prüfung. Alles Gute, Marius Ebert. Für Lernhilfen und Prüfungstipps klicken Sie auf den Link unter diesem Video.